Morgen. Morgen. Lumi hat eine neue Schultasche. Was heißt eine neue? Lumi hat ihre erste Schultasche eigentlich. Zeig mal den Schulbeutel. Ja, so ein Ärger. Kann ich ja fast nicht glauben. Na, die ist hübsch, wa? Ja, sie hat sogar ein Geheimfach. Wo wird jetzt eins rein? Kann nicht mehr rein. Juhu. Ja, das ist die Schultasche. Hä? Und der Schulbeutel, Sportbeutel. Hier noch an. Und die Federtasche und die Stifttasche. Ja, hier. Ich hatte keine so eine Stifttasche. Doch, was war? Ich hab jetzt auch. Ich hatte so ein Federmäppchen. Eine Bosse. Und die Schultasche sieht ganz gut aus. Hier kann man vielleicht nichts wechseln. Ah. Verstehen die Richtung. Ja, schön. Freust dich. Na, die ist wirklich hübsch. Was da alle drauf steht. So viel Kram. Ja. Da guckt ihr alle neidisch. So was habt ihr noch nicht. Boah, so viele Sticks. Ja. Hier ist eine, die ich habe. Customizable. Hier ist nur eine, die ich habe. Und alle anderen habe ich nicht. Gemeinheit. Das haben wir. Eco-friendly. So, na gut, okay. Ich muss jetzt schon wieder in den Keller. So, dann bin ich. Felix hat den Schlüssel allerdings bei. Mal gucken, ob er pünktlich kommt und aufschließt. Um 9 Uhr muss er aufmachen, sonst muss ich die Tür aufbrechen. Ich hab nämlich nur den Innenschlüssel. Felix, zu spät! Guck mal, geh ja nicht raus, sonst. Ich hab doch keinen Schlüssel. Eine Minute. Drei! Ich hab mich runtergefallen. Die Bremse, ich hab mich auch so aufs Knie gepackt. Mit dem Rand, die Bremse ist. Ich habe einmal kurz angebremst und bin sowas von mit dem Knie entgegengehauen. Ich muss mal versuchen, ne, weiß ich nicht, was ist, bremst so gut, genau, wo wir es gestern schon hatten. Total bescheuert. Ja, guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Ich habe damit nichts gemacht mit dem Fahrrad. Alle warst du. Ich hab damit das nur hier rausgenommen und dahin gestellt. Ja? Ja. Heute ist der 31. hab ich gehört. Ja. Gibt's 31 Tage? Weiß ich nicht. Hab ich gehört. Soll so sein. Erster Auftrag heute, Bremse. Das machen wir mal rein. Fahrradvlog, gucken wir mal. Das klappt hier, der ist nicht mehr so gut, der Zug. Abgerissen oder wie auch immer. Zack. Nicht pieken. Weg damit. Aber das Teil brauchen wir noch. So. Da war draus. Also ein bisschen ausgefranst ist es ja, ne?
denn den? Neue Hülle? Haben wir? Haben wir auch? Und dann alles wieder zusammen. Anschlaghülse. Außenhülle. Yay! Haben wir. Jetzt stellt man ein. Zack, so machen wir das. Ein bisschen die Kontakt noch fertig. Das fühlt sich optimal an. Drehen. Tja, jetzt haben wir mal da drüben abgesperrt. Da kommt jetzt keiner rein erstmal. Der soll mal schlafen. Mann, Mann, Mann. Ein Brötchen essen und ist dabei eigentlich schlafen. Ja. Ich bin ja auch schon immer müde, aber so. Naja, ich bastel mal in der Zeit. Hier habe ich noch zweimal Bremsen zu machen. Der schläft. Immer.
Hey, darfst du auch. Hast du mir auch eins mitgebracht? Nee, ich hatte nicht so viel Geld. Sie hat ihr Cousin mit dir. Hab ich gar nicht. Ich habe Schrippen gekauft. Ja. Hallo. Mama, die gelächelt mich an. Ja, sie lacht mich aus. Ey! Ob sie gekackt hat. Ich habe vielleicht auch keine Nase. Das ist bestimmt gebollert, oder? Ja, das war so. Ich hab die Kamera gefilmt. Die pippelt mich wieder. Ach, die stimmt, die ist ja da. Moin. Sie macht weiter. Gottes Willen, was machst du denn mit dem Kind? Ich bin total verkackt. Halt die fest. Was machst du denn? Du musst doch schießen. Ja, Mama. Ja. Nicht mehr raus. Kommt auch mehr raus? Gummiband. So sieht es aus, wenn es in den Speichen kommt und alles kaputt macht. Dem schadet es nicht so viel, verwiegt ein bisschen, aber die Speichen sind hin. Also immer gut aufpassen. Und ist das dein Wickeltisch? Halbwegs gerichtet, kann man wieder verwenden. Was ist das denn? Das ist so gut. Ein Spannbuch. Das hört nicht auf, sie macht weiter. Die hat zu viel gefragt, die hat zu viel. Die lacht mich an. Ja, du lachst mich an. Ey, die pippt mich weiter, ich hab keine Ahnung. Na? Oh, hallo. Guten Morgen. Ihr seid gegrüßet. Geht's besser? Oh ja. Jeet. Jeet, jeet. So, mit der Ernährung umstellen, nicht die Ola. Aber bitte nicht. Ja. Er hat eine dicke Kackerbombe. Echt? Er hat eine dicke Kackerbombe. Oder was ist denn gerade die Stilltast, ja? Oder? Nö, ich doch nicht, Mama. Sie hat dreimal gekackert, dreimal gepipit, viermal gekurzt. Na, das war ja sehr genaue Angabe. Ja, wirklich wahr. Also. Sehr präzise und ganz zu einer statistischen Abteilung des. Ich bin im Bilde. Sehr gut. Vielleicht kann man dich mal später für das MFS anwerben. Das war gar keine schlechte Idee, obwohl es geht in dem Alter ja auch schon. Thomas, hast du Hunger? Hast du schon was gegessen heute? Naja, wir überlegen gerade Frühstück irgendwie zu machen. So, ich kann ja was dazu beitragen. Vorbeibringen, aber dazu habe ich mich nicht in der Lage hierfür. Achso, draußen decken wir oder hier drinnen? Hier. Draußen ist so unsicher heute. Draußen sieht es aus, als würde es bald regnen. Ja, das sieht so aus, aber es sieht die ganze Zeit schon so aus. Ja. Das kann durchaus sein, dass es ja nicht dazu kommt, aber. Der Hund muss. Wasser habe ich dir mitgebracht. Oh, das ist gut, ja, Mensch. Solltest du auch, ne? Ja, naja, unbedingt. Also, das war in der letzten Zeit. Nicht so, kannst du mal sehen, das ist ja, ich habe heute auch noch nicht getrunken, weil das ist so immer so ein Ding, man ist immer so. Hat immer zu tun. Na, ich trinke ja recht viel, aber ich. Na eben, eigentlich ja, aber. Ich bewege mich ja auch viel dazu und wenn ich das alles ausschwitze, dann sind 2 Liter nicht genug, weil die hast du eine halbe Stunde schon mal. 2 Liter sind zu viel. Papa, guck mal, Ola guckt sich das Licht an. Schon mal durchgeschwitzt. Das ist eine kleine Matte, die macht das Licht. Ja, du kommst doch hoffentlich. Na, aber. Na. Nächste Woche Freitag ist die Einschulung. Du sollst ein Passfoto mitbringen, Anne. Das ist ein Passfoto.
Foto für die Astrid. Ey, ich bin Lumens Pate! Damit sie dich wiedererkennen. Na? Ah, hier. Ladekappe. So, will das so tun, als plötzlich aus. Und das da, guck mal, hier sind wir. Wollen sich einschneiden? Ja, nee, warte mal. Der dritte Planet neben der Sonne. Eins, zwei, drei. Sag ich doch. Na, Anouk? Hä? Kannst du auch reinkommen? Nee. Schnell. Lass doch nicht weg hin, oder was? Ja. Ach, ich muss noch was erledigen. Ja, findest du meinen Rikscher? Die Fahrersprecherin, da sind die zum... Kann man die aufleihen? Nein, ich glaube, Blut. Der Kinderbollerwagen, ja, aber nicht den Lastenrad. Okay, aber das mit dem... Die zwei Bänkchen gegenüber liegen und so. Genau. Oder den Holz hier vorne direkt. Den kann man auch. Also diesen jeweils. Kann man fünf... den an den Fahrrad hängen? Nee, kann man nicht. Nee, das ist so zum Spielen. Genau. Je 15 Euro am Tag. Wie viel? 15 am Tag. 15? Ja. Prima. Super, danke. Bitte. Guck mal, nee. Ist das... Nies! Ja, Nies, nee. Ist das für Nies? Ja. Humor? Wer hätte gedacht, dass ich das Herkules irgendwann mal verkaufe, ey? Was? Wer hätte gedacht, dass ich das Herkules irgendwann mal verkaufe? Manchmal gibt es so Phasen. Sagst du, das kann man auch nicht kochen. Also nicht so kochen, wie ich sonst koche, aber. Ja, ich habe keine Zeit. Kann ich schneiden, weil die fängt an zu schreien und dann habe ich sie auf dem Arm und kann sie nicht schneiden. Und wenn man so mit dem Rücken oder Brust geht, wo bist du denn so? Ja, ich habe ja hier so eine Trage, aber. Nicht so beweglich und dann schreit sie ja manchmal trotzdem und geht doch nicht. Nee. Weil ihr Rücken noch nicht so ausgebildet ist, dann hängt die da. Deswegen so diese runde Form so am Bauch. Ja. Genau. Oh, oh, oh. Dann muss ich erstmal noch ein bisschen entwickeln, ne? Dann kannst du das. Sie geht ja schnell, es geht gleich wieder näher jetzt und ja. Ja. Hat sie schon einen ganz guten Kopf. Bestimmt wundere ich so als Kind in diesem Muster mit alle Wahrzeichen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Kinder, die sehen sich noch gar nicht als einzelne Personen, habe ich mal gelesen. Aber die müssen ja etwas wahrnehmen, da muss ja irgendwas verarbeitet werden. Ja. Also, und diese Sicht davon, so dieses Verarbeitens, das ist bestimmt. Alles, ja, die sehen alles zum ersten Mal. Ja. Das ist schon verrückt. Und die großen Personen spielen ja keine so eine richtige Rolle. War. Also bestimmt das Gefühl zur Mutter und zum Vater. Ja, aber die sind ja auch austauschbar. Letztendlich. In dem Alter wahrscheinlich schon, ja, ja. Zur Taschenrum. Ja. Hauptsache die Milch kommt und sie kriegt halt das, was sie braucht, ne? Kuscheln und so. Aber ich glaube, letztendlich von wem das kommt, das ist denen ja egal. Jo. Ja. Ja. Dann bin ich aber gespannt, wie du zu Jahren los ist. Oder in einem, oder schon morgen. Das geht ja manchmal sehr schnell. Also sieht sehr nach, also sieht Skadi total ähnlich. Hey. Ja. Hier, dieses hier mit dem Mund. Sehr skadig. Ja, aber Lumen und Anouk, die sehen sich ja sehr ähnlich. Also ist mir gestern so das erste Mal aufgefallen. Also so irgendwie so ganz bestimmt, in so einer ganz bestimmten Lage. Und auch Leon, der zeichnet sich da sehr stark drin ab. Ja, Anouk und Lumen, das irritiert nur, weil Lumen ein bisschen dunkler ist und dunklere Augen hat. Hm. Aber hätte er genauso hell, dann ist das schwierig. Manchmal kann ich die auch von der Stimme her nicht unterscheiden, weil er gerade gesprochen hat oder so, wenn die mich aus einem anderen Zimmer rufen ja. Oder so. Ne? Naja. Die sind schon sehr ähnlich. Ja. Ja, nee, ist mir bei Skadi aufgefallen, da war ich irgendwie sehr selten da, irgendwie drei Monate oder so. Also, weil jetzt sind ja auch sehr wenig da gewesen, aber da ist irgendwie. Unglaublich, drei Monate und dann sah das Skadi ganz anders aus, ja. Ja, wie schnell denn so geht. Ja, meine Schwester hat ja meine Schwester ganz lange nicht gesehen. Ne? Und die hat mich letztens getroffen und die hat dann auch die Skadi zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder gesehen und sie meinte, Mensch,
ist richtig ein Mädchen geworden, hat auch immer lange Haare und so richtig, richtig Kind, ne? Weil sie halt immer so noch Baby auf dem Haus ist. Ja. Ich habe was für unseren Freund mitgemacht, für Rucksack. Für welchen Freund? Mit, der Felix. Der kommt nicht mehr. Also, nee. Die Sucht ist zu groß. Wieso? Wieso? Achso, die Sucht ist zu groß. Ja. Schade, wa? Ja. Was hast du denn da drin? Nein, ich wollte ihm nicht schenken. Was wollt ihr ihm schenken? Schöner Rucksack. Schöner Rucksack, habt ihr viel davon. Wenn du haben willst, kannst du ihn behalten. Ja, das können wir ja lassen. Ich kann ihn ja lassen, wenn er kommt, ja? Ja, ja. Oder nicht? Ja, ja, klar. Ich pack das mal hier rein. Jubi hat er ja auch noch Sachen. Der kommt ja bestimmt noch mal wieder. Hier hat er noch seine Tasche oben. Hier noch mit dem Wolke. Scheiß doch, ey. Schade, wa? Für ihn, wa? Genau! Alles entspannt. Für ihn schade. Schade um ihn. Ja? Aber du bist ja auch alt genug. Er muss da nicht rauskommen. Das sagt man schon so, wie soll ich sagen, wenn man so, wenn er so erzählt, wisst ihr, meine, ja? Das ist ja so ein bisschen, wie sagt man da lang, irgendwie so huschig ist, finde ich das ja so. Naja. Wie auch immer. Scheiß Drogen, sag ich nur. Ich hasse Drogen. Ich auch. Ja doch, hast du mal den. Hast du den, ich hab den Film gesehen, das große Fress. Ja und, wie war? Ach, also, was hast du gesagt hinterher? Zum Anfang war das gut. War die anderen auch nicht gefressen, bis die alle da tot waren. So viele Vermisser hätte ich schon Leute, die überfressen haben. Ich bin auch nicht, aber. Ja. Hm. Ach, schön, ja. Wolfgang hat auch einen ganz lustigen Film. Für dich im Petto. Warte. Ja, hier, Kopf und Tunnel, ja. Ja, aber vielleicht gar nicht. Was ist das? Was ist das denn von Wolfgang? Ja, aber teilweise als er 10 war. Sind ja absolut. Die Arbeit war, was heißt, früher haben sie den Mai gebracht verfilmt. Nee, und da war ich da, die Kämpfe im Tunnel. Und darum haben sie den Film gebracht. Näher Kampf im Tunnel. Aha, geil. Ja, jetzt haben sie mal verfilmt. Im Fernsehen oder Kino Fernsehen haben sie das mal gebracht. Das ist auch schon Jahre her. Das ist alles Kino. Ja, ja, ja. Die Blattdose das war ja alles. Ja, jetzt im Sommer über wiederholen sie die ganzen Scheißfilme alle im Fernsehen. Also im Kino war, wo es 1958 war, 60 war, die wiederholen sie jetzt alle im Sommer über. Müsste passen. Ja, ja. War ich nicht schon immer so? Ein paar Arschmachen, sag ich dir. Da war das schon immer so. Weil das ja die Leute. 1958 musste ich noch Eintritt im Kino bezahlen, um die Film zu sehen. Jetzt kommt der im Fernsehen. Stell dir mal vor. Ja, ja, ja. Jetzt kommt der schon im Fernsehen. Das recht schnell, dann ist die Zeit warm. 58, 60, da habe ich für 1,20 im Kino gesehen. 1,20? Ja. Um letzte Reihe. Und 90 hätte ich in der zweiten oder dritten Reihe. Da oben war ich immer teurer, wenn du oben gesessen hast. Echt? Ja. Hallo, Mensch. Schönes Wetter, wa?
Wow, 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 wow. Klappe zu, Affe tot, wir machen Feierabend, macht die Jungs und Mädels da am Bildschirm. Ich sag mal so, wir sehen uns morgen, also. Ich räume jetzt noch ganz artig rein. Da dürft ihr dabei zugucken. Und das war's denn. Also rein, ich mach vorne in den Bereich frei, weil morgen kommt ja der Müll wieder hier durchgeschoben. Und es regnet und regnet und regnet. Na und schaut doch mal, was ich geile die gekauft habe. Das ist ein Super Jogger made in USA, the Stroller for Runners. In wirklich gutem Zustand. Alu, Leichtbau, in trendigen 90er Farben, langer Radstand. BMX-Bremse, Bremshebel. Peregrin. MX-Bremse unten dran hier. Point. Gute Nacht, ciao. Macht es gut. Wir sehen uns morgen. Ich weiß, heute war nicht so toll. Vielleicht wieder nur bla 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 bla. Vielleicht kann ich demnächst mal wieder so ein bisschen einzelne Videos machen und ein bisschen drauf eingehen, auf die Sachen, die ich mache. Ja. Ansonsten ist das halt mein Alltag so, ne? So ist er halt, der Alltag. Und so gebe ich ihn halt wieder. Also, wir sehen uns.